Nosferatu, i mordite Nosferatu. Die lange Reise war ein Härtetest, von London hin das Karpatennest, wo's Nacht bleibt sogar bei Tag. Ich hielt mich einfach an den Rand der Welt, ein Anwaltsschreiber ist kein Spring ins Feld, wer weiß, was noch kommen mag. War das ein Wolf, den Himmel raubt mir jede klare Sicht, vom Wind allein kommt diese Kälte. Willkommen in meinem Haus. Treten Sie ein, wenn es Ihnen beliebt. Graf Dracula? Ich bin Dracula. Und Sie sind Harker Jonathan. Jonathan Harker. Gewiss. Kommen Sie nur herein. Wir werden uns später um Ihr Gepäck kümmern. Mein Personal steht zu dieser späten Stunde nicht zur Verfügung. Doch werde ich mich gerne selbst um Ihr Wohlergehen bemühen. Vielen Dank. Sie erlauben. Natürlich. Sie sind sicher hungrig nach Ihrer langen Reise. Über alle Maßen. Bitte nehmen Sie Platz und gönnen Sie sich eine Stärkung.
genug. Sie verzeihen, dass ich Ihnen dabei keine Gesellschaft leiste. Es ist schon spät, ich habe bereits gespeist. Außerdem trinke ich niemals Wein. Vielen Dank. Ich habe die Verträge und die Betragungsurkunden bei mir für Ihren neuen Wohnsitz in London. Ein beträchtliches Anwesen. Das einzige Gebäude in der Nachbarschaft ist ein Hospital. Eigentlich ein privates Irrenhaus. Aber in einiger Entfernung. Ich hoffe, Ihre Anreise von Bistritz war nicht zu beschwerlich. Nein. Obwohl mich jeder, den ich traf, ernsthaft davon abhalten wollte, bis hierher zu fahren. Wir sind ein abergläubisches Volk. Und das Schloss ist sehr abgelegen. Ich darf wohl sagen, dass London für Sie eine beträchtliche Umstellung bedeuten wird. Kennen Sie jemanden in England? Ich kenne Sie. Transsilvanien ist nicht England. Meine Art ist nicht die Ihre. Hier, getrennt von Freud und Leid, vermeide ich das Licht und leb in Dunkelheit. Kalter Wind weht durch die Gänge. Und die Zinnen sind zerbrochen. Ich blieb stehen in der Zeit, ein Kind der alten Zeit, in der das Schwert regiert. Das ist vorbei und nun kommt etwas Neues. Ich bin bereit, befreit von alten Geistern und meistere die Zeichen der Zeit. Bald ist alles hier vergessen. Meine Zukunft liegt in England. Ich such keinen eitlen Glanz. Ich bleibe auf Distanz, weil ich ein Einzelgänger bin. Ich geh und sag, leb wohl, trostlose Heimat. Mein Traum ist bald erfüllt. In eurem London wird jedes Verlangen gestillt. Sie müssen müde sein. Ich werde Sie auf Ihr Zimmer bringen. Wenn ich bemerken darf, Ihre Aussprache ist ausgezeichnet. Ich besitze eine Bibliothek mit englischen Büchern, mit deren Hilfe ich mich auf mein Abenteuer in London vorbereitet habe. Bitte. Und schlafen Sie morgen ruhig, solange Sie möchten. Das ist aber äußerst. Haben Sie nicht gesagt, Ihr Personal sei ausgegangen? Ah, und das ist wohl... Meine Verlobte. Miss Mina Murray. Das Schicksal meint es gut mit Ihnen. Das kann man wohl sagen, Sir. Mehr als Sie vermuten. Sie ist nicht nur wunderschön, sondern auch hochintelligent. Ich nehme an, sie ist von edlem Blut. Ja, aus einer sehr angesehenen Familie von Akademikern. Und so jung. Ich beneide Sie.
die Kinder der Nacht. Wie schön sie singen. Angenehme Träume, junger Freund. Ich bin gelandet in der Unterwelt, in einem Schloss, dem jede Regung fehlt, so kalt wie ein Meer aus Stein. Ich halte mich wahr mit einem Bild von dir, dein helles Lachen, ach, wie fehlt es mir, bin wach und will bei dir sein. Draußen. Haben sich geschnitten. Ich konnte hier keinen Spiegel zum Rasieren finden. Es gibt auch keinen hier im Schloss. Ein
Spielzeug der menschlichen Eitelkeit. Völlig nutzlos. Sie müssen besser aufpassen. Hätten Sie vielleicht die Güte, mit mir einen Blick in den Kaufvertrag zu werfen? Was tragen Sie damals? Das Kruzifix. Meine Zimmerwirtin in Bistritz hat es mir gegeben. Sie sagte, für die Reise nach Transsilvanien. Ich sagte Ihnen bereits, wir sind ein abergläubisches Volk. Der Kaufvertrag... Eines noch! Schlafen Sie nirgendwo hier ein, außer in Ihrem eigenen Zimmer. Wenn Sie nur einen Anflug von Müdigkeit verspüren, eilen Sie unverzüglich auf Ihr Zimmer. Das mache ich. Wenn nicht, kann ich für die Folgen nicht garantieren. Gute Nacht, mein Freund. Ich bin wie gefangen hier. Man spielt ein schauerliches Spiel mit mir. Ein Fluch liegt auf diesem Ort. Ich gedenke hier in diesem irren Mann. Lässt er mich laufen oder greift er an? Ein Ausweg, schon bin ich fort. Was soll ich tun? Wo geht's hier raus? Der Kragen wird mir eng. Ein Spinnennetz, in dem ich wehrlos häng. Ich höre Stimmen aus der Unterwelt. Man lacht, als ob man mich zum Narren hält. Es klingt wie schwarze Magie. Auf deine Antwort warte ich tagelang. Ob je ein Brief von mir nach außen drang, erfahr ich am Ende nie. Lieb für ihn, tanz für ihn, sing für ihn.
mitgebracht. Ich hab für Hunger doch Verständnis. Erst der Meister, dann die Brut, dieses Bad in jungem Blut, es erneuert unser Bündnis. Hier für euch, nun verschwindet! Ich allein will es tun. Wie das Kleine sich windet, wenn der Stein nicht drückt, schreit ein Weib nach dem Sohn. Kinder dieser Nacht in der Dunkelheit erwacht, willst du nicht heimlich sie belauschen? Ich bin ihr Meister, ihr Bojar, ruf sie herbei an den Altar der dunklen Töne, die berauschen. Doch nun such ich das Neue und ich lass sie zurück, ohne Wehmut und Reue, auf ins fremde Land, denn ich brauch frisches Blut, um mich zu stärken. Blut aus frischem Quell. Keiner wird es merken, in London stirbt sie schnell. In England ist das Land, wie der Fremde unbekannt, bin ich mit Taten und mit Namen. Ein bleiches Antlitz im Gewühl, ein kurzes stechendes Gefühl, und in dir keimt mein kalter Samen. Hier begegnen die Leute mir mit Argwohn und List, sind nur schwierige Beute. Auf ins neue Land, denn ich brauch frisches Blut aus zarten Kehlen. Frag nicht, ob sich's schickt. Keinen wird es quälen. Ein Kavaliersdelikt. Auch du und Mina sollt ewig leben. Auf mein Gebot hin bringt ihr das Entsetzen und das Volk. Sprich nicht von Mina, sie ist mein Leben. Du willst nicht hören, ewig lebt hier nur durch mich. Was verrat, Hieronit, was verrat, Hieronit, was verrat. Eine kleine Menge Blut ist ein würdiger Tribut, denn es wird reichlich dir gegeben. Sind wir verbannt auch in die Nacht und nur fürs Schattenreich gemacht, so kosten wir doch voll am Leben. Lass uns langsam genießen. Lass uns langsam genießen. Wir verlieren keine Zeit. Wir verlieren keine Zeit. Blut in Strömen wird fließen. Blut in Strömen wird fließen. London rechnet schon. London bringt frisches Blut mir zur Erlösung. Die Themse tat sich rot. Frisch Fleisch der Verwesung. Ein Loblied auf den Tod. Renfield. Was wünschst du, Meister? Die Stunde ist nah, Renfield. Ich bin auf offenem Meer und auf dem Weg zu dir. Ich werde in Whitby Bay an Land gehen. Im Anschluss reise ich nach London und schenke dir die Freiheit. Oh, danke, Meister, danke. Das ist ein großer und historischer... Mr. Renfield, wie geht es Ihrer Menagerie?
Ich erwarte bald ein besonders großes Exemplar. Sind das Ihre Fliegen? Ich fürchte, es sind nur noch wenige übrig, Doktor. Ach, wie das? Ich habe sie an meine Spinnen verfüttert. Verstehe. Hier haben wir noch ein richtig fettes Kerlchen. Mr. Renfield, also wirklich, was für ein unhygienisches Verhalten. Sie sind doch keine Spinne. Wie wahr? Das ist eine Spinne. Mr. Renfield, ich verbitte mir das. Sie können sowas nicht essen. Das ist ungesund. Ganz im Gegenteil, Doktor. Im Blut steckt die Lebenskraft. Was soll das bedeuten? Das dürfen Sie nicht mich fragen. Fragen Sie doch den Meister. Welchen Meister? Den, der unser aller Meister sein wird. Vor langer Zeit, da befiel mich ein Fieber, plötzlich des Abends im Garten. Hörte im Kopf eine Stimme, die sagte, worauf, mein Freund, willst du warten? Ich hab die Stimme des Meisters vernommen und lauschte seinen Plan. Er kann auf eines anderen noch kommen und ich war sein Mann. Seither sehe ich alles, was er sieht, gehe ich die Wege, die er geht, und ich spüre, wenn er schlüpft durch deine Tür. Seither bin ich sein einziger Zeuge, hör sein Gelächter und schweige in der Not, denn sein Biss macht mich bestimmt. Untot? Untot? Verzeihen Sie meinen Fachjargon. Mr. Renfield, ich fürchte, Sie leiden an hysterischen Phantasien. Nein, Doktor, ich sehe es so klar wie die Nase in Ihrem Gesicht. Auf sieben Meeren segelt er, sein Schiff liegt hart am Wind. Wenn blutig rot der Mond erscheint, dann schlachtet er ein Kind. Diese Nachtmusik ist das Meisterstück und der Meister liebt diese Weise. Sing mit mir, du bekommst dafür eine Reise ins ewige Glück. Wer nur ist dieser Meister? Kann es sein, das alles sind nur Imaginationen? Was sie haben, nennt ein Doktor Halluzinationen und krankhaften Wahn. Ich kann nicht drüber reden, denn der Meister wird es alle, die ihn kennen, schweigen und sich immerfort bereit für seine Wünsche zeigen. Ich bin es und bald bin ich frei. Bin ich frei? Am kühlen Grund des Ozeans, da liegt die tote Crew. Der Captain kämpft allein im Sturm, dann schlägt der Meister zu. Denkt. Es heißt, an Bord war nur eine einzige Leiche, die des Kapitäns, der ans Steuerrad gefesselt war. Die Augenzeugen haben gestern Nacht einen riesigen Hund gesehen. Er soll mit einem Satz vom Schiff bis zum Pier gesprungen sein. Was für ein Hund?
Man weiß es nicht. Er ist verschwunden. Lucy! Was hast du? Ich weiß es nicht. Mich durchlief gerade ein eiskalter Schauer. Ich mache mir Sorgen um dich, Lucy. Es ist doch seltsam, dass du wieder mit dem Schlafwandeln begonnen hast. Kein Wunder. Drei an einem Tag? Ein Heiratsantrag ist schon aufregend genug, aber gleich drei? Ach, nun, das bringt uns doch zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ich hätte gern alle drei bis ins Detail beschrieben. Der erste war der Amerikaner, Quincy Morris. Er kommt direkt aus Texas und trägt einen sehr großen Hut. Besonders beeindruckend ist sein riesiges Jagdmesser. Das wollte er mir unbedingt zeigen. Das klingt ja nicht gerade einladend. Wer war der Nächste? Der Doktor. Oh. Jack Seward. Ah. Er ist noch keine 30 und leitet bereits eine ganze Anstalt. Das Irrenhaus in Purfleet. Ein Ehemann, dessen Zuwendung entweder dir gilt oder eine Horde von Wahnsinnigen. Und der Dritte? War die größte Überraschung. Arthur Homewood. Wir waren Nachbarn, bevor er nach London gezogen ist. Wir kennen uns also von Kind auf, sind zusammen ausgeritten und auf die gleichen Partys gegangen. Doch nie hat auch nur das geringste Interesse an mir gezeigt. Und du? Magst du ihn? Ich weiß nicht. Er gehört einfach zu meinem Leben dazu. Aber das Schlimmste ist, alle drei kommen uns zum Tee und erwarten eine Antwort. Verstehe ich. Was ist der denn von Beruf, dein Nachbar Arthur? Beruf? Jemand wie er hat doch keinen Beruf. Wenn er seines Vaters Erbe antritt, dann würde ich sagen, er verwaltet seinen Besitz. Wer soll es sein? Einer ist ein Held, einer ein Genie und der dritte schüchtern. Neulich beim Wein war der eine ernst und der andere frech und der dritte nüchtern. Quincy redet wie ein Wüstling, Jack mit männlich sanftem Klang. Tralala. Und wenn Arthur jemals spricht, dann sicher nicht lang. Wo zieht man hin? In die Steppe raus, in ein Irrenhaus. In die beste Lage. Was sagt dein Herz? Zieht dich einer an, hast du einen gern? Tja, das ist die Frage. Quincy reitet wilde Pferde. Jack macht Kranke, stets gesund. Traut. Aber Arthur spielt nur immer mit dem Hund. Lucy, du bist 13. Schwing dich rauf auf Sattel und Pferd. Leb an meiner Seite, vom Spital geschätzt und verehrt. Eines wollte ich noch sagen, du. Ja, nur zu. Nicht der Rede wert. Hör auf dein Herz. Willst du einen Kerl oder einen Arzt oder was fürs Leben? Ranger mit Gewehr, Akademiker, der mit dem Vermögen. Arthur ist kein großer Denker, kein Adonis, kein Galan. Doch vielleicht ist gerade er der richtige Mann. Ich war verschossen in ihn schon als Mädchen. Wenn's nur Strohfeuer war, wär's kalt. Er ist gütig, solide und still. Heirat bedeutet, mit ihm bist du alt. Er war und bleibt meine heimliche Liebe. Wenn er das ist, dann verrat es ihm bald. Er ist der einzige Mann, den ich mag. Aus. Gib's mir die Hand. Brauchst du den Verstand? Darf man etwa hoffen? Ehrlich heraus. Ihr seid alle lieb, doch ich habe längst meine Wahl getroffen. Quincy schoss nur
zweite Wahl. Wahre Liebe ist immer ein Einzelfall. Da hilft kein Plan, kein Getu, keine Hoffnung und keine Fragen mehr. Zwecklos ist ewig gegen mir, denn zu der wahren Liebe gehört es dazu. Nicht er, nicht er, du. Also kommen. Ich verstehe nicht. Ist das deine Stimme in meinen Gedanken? Du kennst die Antwort. Warum ist Lucy hier? Meine Botschaft war für dich bestimmt. Doch sie hat sie empfangen und ist nun an deiner Stelle hier. Bitte lass sie gehen. Ich werde sie für immer gehen lassen, wenn du meinem Antrag zustimmst. Nein! Warum lässt du mich warten? Ich... Was ist passiert? Du hast... wieder geschlafwandelt. Wirklich? Ich hatte einen seltsamen Traum. Das Mondlicht trug mich wie körperlos ans Meer. Ich ertrank in dunklen Wellen, mehr schwebend als schwer. Berauscht von seinem Blick, dem heißen Blick einer hypnotischen Macht, verging ich im Nebel der Nacht. Die Hunde heulten vielleicht noch nur zum Schein, als er plötzlich neben mir stand, da wollte ich schreien. Die Stimme war mir starr, ich war für wahr um meinen Willen gebracht und glitt in den Nebel der Nacht. Ein Singen war's für mein Gefühl, als ich ihn sprechen hörte, zart wie ein sanfter Kavalier. Die Worte waren so sonderbar, es schwand in mir die Sinne, und dann sprach er nur noch von dir. Es klang, als wäre er schon lang mit dir bekannt, hauchte lächelnd deinen Namen von Zauber gebannt. Aus Angst wurde Verlangen und mein Bangen war zum Schweigen gebracht. Sein Kuss war wie Flammen. Wir lagen zusammen im Feuer bei mir.
Wir müssen nach London zurückkehren. Gleich morgen. Müssen wir das? Ich habe heute ein Telegramm aus Budapest erhalten. Jonathan liegt dort in einem kirchlichen Hospital. Anscheinend war er sehr, sehr krank. Dann musst du natürlich zu ihm. Mein Überfahrt ist bereits telegrafisch arrangiert. Wer hätte das gedacht, liebste Mina, dass wir bald beide vor dem Traualtar stehen? Nach neuem Leben entfacht, bald fällt sie im Nebel der Nacht. Ich bin da, weil du mich liebst. Denk daran in dieser Stunde, ehe du eins wirst mit dem Mann, der dich nie für sich gewann. Er wird die Tiefe deiner Seele nie verstehen, nie selbst erreichen. Ich bin da, weil du mich liebst. Nur für dich bin ich am Leben, jede Sehnsucht tief in dir findest du allein in mir. Wirf dich nicht weg an diesen ahnungslosen Mann und seinesgleichen. Du hast mich, ohne es zu wollen, zu einem das hätte ich nie gedacht. Ich bin nur da, weil du mich liebst. Mit dir gewinn ich jede Schlacht. Vertrau mir bis ans Ende aller Zeit. Wir gehen gemeinsam durch die Nacht. Wie kann es nur sein, dass ich so fühle, wie ich fühle? Wie kann ich nur schwanken zwischen Liebe und Kalkül? Etwas in mir sehnt sich nach Treue, die ich schwor, etwas in mir fürchtet sich davor.
Ich bin nur da, weil du mich liebst. Mit dir gewinn ich jedes Schlag. Vertrau mir bis ans Ende aller Zeit. Wir gehen gemeinsam durch die Jesus. Ich hatte mehr Sitzfleisch, als wir im Sumatra hinter einer angebundenen Ziege einem Tiger auflauerten. Ach. Ja. Jedenfalls hätte ich Ihnen bis vor kurzem noch den Teufel an den Hals gewünscht. Aber heute denke ich mir, der beste Kerl, der ihr passieren konnte. Ach. Was treiben Sie so lange da oben? Ich kann es mir nicht erklären. Bitte. Nun... Was haben Sie zu berichten? Professor Van Helsing wird jeden Moment herunterkommen. Wer ist der Knabe? Er war mein Lehrer an der Universität in Amsterdam und auch mein Mentor. Wenn irgendwer in Europa etwas über obskure Krankheiten weiß, dann er. Und? Wie lautet seine Diagnose? Ja, das muss er Ihnen selbst sagen, jedoch... Fahren Sie fort. Sie haben das weiße Halsband aus Samt bemerkt, das Lucy getragen hat. Ja. Van Helsing hatte einen Verdacht, er entfernte es und fand zwei seltsame Wundmale an ihrer Kehle. Dann wurde er sehr ernst und hat mich gebeten, nach unten zu gehen. Was soll das heißen? Wundmale? Oh Gott. Muttermale vielleicht, ja. Oder auch Schnitte. Bisse. Sie müssen sich auf ernste Fakten gefasst machen. Ernste Fakten und keine Unterbrechung, wenn ich bitten darf. Fahren Sie fort. Ich fürchte, Ihre reizende Gattin leidet an einer äußerst schweren Krankheit. Krankheit? An welcher? Ich nehme an, Sie kennen den Terminus Vampir? Vampir? Wollen Sie behaupten, sie wurde von einem Vampir gebissen? Sind Sie völlig übergeschnappt? Genau, Mr. Van Helsing. Ich glaube, Sie sind von allen guten Geistern verlassen. Zum Glück noch nicht, junger Mann. Wir müssen darauf hören, was der Professor zu sagen hat. Nicht zuletzt, weil ich Ihnen versichere. Hier geht es um Leben und Tod. Noch vor Einbruch der Nacht müssen wir Knoblauch und Lauchblumen finden, jedes Stück.
das wir in London auftreiben können. Dass wir die Kreatur fernhalten. Oh, Kruzifixe. Wir dürfen keinen Moment Zeit verlieren. Du hast es also schon. Was denn? Das Weihwasser. Ja, ich hab alles. Gut, gut. Dann schlaf jetzt. Du weißt, du musst einfach nur... Dann komme ich sofort. Nun denn, gute Nacht. Gute Nacht, mein Liebster. Die Stunde schon nah, spür den Wind so kalt auf Wangen und Haar. Mein Blut ist erstarrt, wieder zitternd kleine Fink, der auf den Raubvogel starrt. Lass mich los, ich spiel nicht mit in deinem Spiel. Lass mich nicht los, du weißt, dein Kuss ist, was ich will. Sei mein Gebieter, lass mich frei. Mir ist die Welt, in der du leben willst, so fern. Komm nur herein, dann zeigt die Sklavin ihrem Herrn, wie sie sich fügt, für immer. Ist die Stunde schon nah? Warst du nur ein Spuk im dunklen Licht, das ich sah? Wirst du Wolf oder Fledermaus sein? Wie kann es sein, dass sich nun alles in mir sträubt? Und doch ich brenn und bin von Leidenschaft betäubt. In mein Verhängnis wichtiger will, dass mein Blut in deinem Pulsschlag wieder klingt. Such das Gefühl, wenn Gift und Stachel in mich dringt. Dunkle Empfängnis, Blut zu Blut. So lade ich dich ein, dein Wille soll geschehen. Stehen. Ich schenk dir, was ich hab, mein Lebenselixier.
Wie geht es dir? Viel, viel besser. Gut. Gut. Der Professor würde gerne nach dir sehen. Die Wundmale an deinem Hals sind verschwunden. Komm her und küss mich. Hafer, weg von ihr! Demetrius, Demetrius Nostris, et nenus inducas in tentatonem, sed libera nosa malo, quia tuum es reco potentia, et gloria in secula. Amen! Lucy. Das kann nicht mehr lange dauern. Es stirbt die Biene, wenn sie sticht, doch nicht der Nosferatu. Er labt sich an dem Blut und seine Kraft lebt wieder auf. Er wird jung mit jedem. Der Feind, Nosferatu, so stark wie 20 Mann ist er allein. Zu lang schon liegt der Fluch auf uns, der Fluch des Nosferatu. Das Kind, das man zu Grabe trägt, wird nicht das Letzte sein, doch schon bald schlag ich zurück und ich vernichte Nosferatu. Vermodern soll sein Fleisch und sein Gebein. Nosferatu, das Kind, das man zu Grabe trägt, wird nicht das Letzte sein. Doch schon bald schlag ich zurück und ich vernichte Nosferatu. Vermodern soll sein Fleisch und sein Gebein. Abraham van Hessen. Und dieser Gentleman ist Ihr Gemahl? Jonathan Martin. Dann sind Sie eben erst aus Transsilvanien zurückgekehrt. Ganz recht. Wie oft wurden Sie gebissen? Einmal. Dann werden Sie in ein paar Monaten wieder ganz der Alte sein. Ich danke Ihnen. Meine Freunde, ich bin der festen Überzeugung, Gott allein hat uns die Waffe in die Hand gelegt, den Nosferatu niederstrecken kann. Was meinen Sie? Wir werden uns wieder treffen. In 2 Wochen, genau hier.
hier. Warum hier? Ich bin sicher, der Professor weiß, was er tut. Wenn der Vampir sie getötet und das Blut völlig ausgesaugt hat, dann ist es gut und schön. Sollte aber das Blut ausgetauscht worden sein, ihres an ihn und seines an sie. Jetzt gehen Sie zu weit! Ich weiß, wie schwer das alles für Sie sein muss. Aber bevor Sie ein Urteil fällen, bitte ich Sie, meinen Erlebnissen Gehör zu schenken. Also gut. Was sich tarnt wie ein Ende, ist neuer Beginn. Ich komme zur Taufe und nicht zur Beerdigung. Halt die Tränen zurück und empfang deinen Bräutigam. Unsere Hochzeit aus Blut bringt uns selige Kinderschar, eine untote Brut. Ein Leben mir und du entkommst dem kühlen Grab. Brauchst kein Gebet, steigst nicht ins Schattenreich hinab. Spart euch dem Psalm, weint einem anderen hinterher, denn die Gnade, die Liebe mehr, liegt unendlich schwer. Ein Leben mir. Nachkommen werden sich prächtig vermehren. Schon nach kürzester Zeit wirst du Göttin von London sein. Jede Nacht wird zum Fest und wir schlachten ein Opferlamm. Kinder, trinkt euer Blut, denn so blüht und gedeiht der Sturm unser untoten Brot. Ein Leben mir, das ist mein Trost für deine. Schmeckt das Blut der Enthaltsamkeit. Such dir ein zartes Geschäft, das in Unschuld erstrahlt. Ein Leben mehr und du entkommst dem kühlen Grab. Doch dein Gebet steigt nicht ins Totenreich hinab. In Tür der Nacht tauchen die Stadt in dunkles Rot. Und der Professor! Und der Professor meint wirklich, diese verschwundenen Kinder der letzten zwei Wochen sind die ersten Opfer von... Von Lucy. Ja. Eine gewagte Theorie, wenn Sie ehrlich sind. Das Grab ist leer. Das Werk von Leichenräubern! Nein, nein, mein armer Junge. Sie werden sehen.
Namen Jesu gib das Kind frei. Untote, wir befehlen dir im Namen Jesu gib das Kind frei. Untote, wir befehlen dir im Namen Jesu gib das Kind frei. Untote, wir befehlen dir im Namen Jesu gib das Kind frei. Untote, ergib dich, knie hin vor Gottes Gewalt. Untote, ergib dich, knie hin vor Gottes Gewalt. Gottes Gewalt, Gottes Gewalt. Im Kreuz, die Engelsmacht, es leitet dich zu Gott hinauf. Der Heilig sei das Kreuz, es bringt. Mina! Warum lässt du mich warten? Wie kannst du das nur fragen? Ich bin es nicht gewohnt, zu warten. Du hast Lucy ermordet! Nein. Nein, im Gegenteil. Ich wollte ihr das ewige Leben schenken. Ihr allein habt sie getötet. Das war nicht Lucy, die wir getötet haben. Das war eine ekelhafte Karikatur der Lucy, die wir einst kannten. Du bist im Unrecht. Aber ich kann dich nicht überzeugen, ehe du nach mir verlangst. Und mich zu dir bittest. Zwischen Qual und Glück gibt es denn kein Zurück. Lass mich dich nicht lieben, lass mich nicht begehren, was ich fürchte und doch ganz heimlich begehr. Nimm mir nicht den Frühling, das Leben. Ich weiß, dass dein Kuss schon mein Untergang wäre. Ich bin schwach und verwirrt, wenn du stehst neben mir. Besser wär's, ich lief fort, aber nein, ich bleib hier. Hilf mir, dich zu hassen. Und bescheiden getrennt, plötzlich trinkt dein Feuer ein Leuchtfeuer, sehr taub wie das Herz, die Vernunft übersteht.
Ich weiß, wie schwer das für Sie sein muss. Doch wir haben neue Erkenntnisse gewonnen, wie wir möglicherweise den Vampir aufspüren und vernichten können. Zum einen informierte uns Ihr Gemahl, dass er ausschließlich in jenen Särgen schlafen kann, die mit seiner Heimaterde gefüllt sind. Zum anderen erfuhren wir von Dr. Jack, dass eine Art von Kommunikation zwischen dem... Eine Art von Kommunikation zwischen dem Vampir und seinem Patienten Mr. Renfield besteht. Ihn müssen wir als Nächsten aufsuchen. Sie müssen mich mitnehmen. Nein, das wäre... Obwohl... Mag sein, er spricht zu Ihnen offener als zu uns. Möglicherweise sieht er in Ihnen eine Art verwandter Seele. Guten Abend, Mr. Renfield. Ich habe Besuch für Sie mitgebracht. Warum? Ah, du! Sie kennen mich, Mr. Renfield? Oh ja. Wie das? Sie sind die Nächste. Was soll das bedeuten? Sie versteht es. Oder etwa nicht. Wie könnte ich es verstehen? Sie wissen nur zu gut, was ich meine. Seit zwei langen Jahren steht sein Geist in Kontakt mit meinem. Ich habe ihn erst hierher gebracht. Das reicht. Warum bemühen Sie sich so sehr um ihn, Mr. Renfield? Er schickte mir alles, was ich brauche. Fliegen, Spinnen, Ratten. Das erscheint mir ein magerer Lohn. Keineswegs. Außerdem hat er mir die Welt versprochen. Ist die Welt mehr wert als Ihre Seele? Du musst London sofort verlassen, heute noch, ehe es zu spät ist. Dreh keinem den Rücken zu, schlaf nicht alleine, lauf niemals nass durch die Straße. Das reicht, Mr. Renfield. Oh mein Gott! Was haben Sie? Was habe ich nur gesagt? Ich bin ein toter Mann. Beruhigen Sie sich. Um Himmels Willen, lassen Sie mich gehen noch heute Nacht. Das reicht jetzt, Mr. Renfield. Vielleicht kann der Doktor seine Meinung noch ändern. Wenn Sie uns verraten, warum Sie gerade heute Nacht hier raus wollen. Nein, Sir, ich habe schon genug gesagt. Und selbst wenn ich noch mehr sagen wollte, dann wären Sie, Professor, wohl der Letzte, dem ich mich anvertrauen würde. Kennen wir uns von irgendwoher, Mr. Renfield? Ich weiß, wer Sie sind. Und was er mit Ihrem Mädchen gemacht hat. Ich werde morgen nach Ihnen sehen. Ich möchte, dass Sie nie vergessen, Dr. Seward, wie sehr ich Sie heute Nacht um Gnade bat. Gute Nacht, Mr. Renfield. Ich danke Ihnen. Meister! Oh, Renfield. Du warst mir ein treuer Gehilfe. Und nun enttäuschst du mich? Sei mir gnädig, Meister. Könntest du nur auf sieben Meeren segelst du, dein Schiff liegt hart am Wind. Wenn blutig rot der Mond erscheint, dann schlachtest du ein Kind. Diese Nachtmusik ist das Meisterstück, und wir zwei, wir kennen die Weise. Sing mit mir, du bekommst dafür eine Reise ins Ewige.
war wie Roseanne. So klug und froh wie Roseanne. Jahre gehen still ins Land. Sommer geht, Sommer kommt. Alles zieht vorbei an mir, als wäre nichts geschehen. Wintertag, Frühlingsduft, nie mehr liegt ihr Lachen in der Luft. Roseanne, mein Herz ist kalt und leer. Mein Gott, wie fehlst du mir? Lebhaft bleibt dein frohes Bild in mir, denn wahre Liebe bleibt bestehen. Warst du nicht viel zu schön, viel zu jung, um so früh zu gehen? War wie Roseanne, verspielt und sanft wie Roseanne. Sommer geht, Sommer kommt, und mein Herz bleibt leer und unbewohnt. Es fand die Liebe wohl zu früh, starb genau wie sie. Für Roseanne erschaff ich eine bessere Welt und lieb ein Leben in Gefahr. Doch manchmal seh ich sie vor mir stehen, zu greifen nah, schön und wahr. Der Sommer ist schon nah. Wie wünscht ich du wärst da. Soeben habe ich vom Makler des Duke of Westminster erfahren, dass Sie an einen Count de Ville vermietet haben. Piccadilly 347. Da müssen wir sofort dorthin. Einer von denen wird uns bestimmt Zutritt verschaffen. Sie sollten lieber bei Madame Mina bleiben. Halten Sie das für notwendig? Kann überhaupt irgendeine Vorsichtsmaßnahme übertrieben sein, wenn es um die Unversehrtheit von Madame Mina geht? Natürlich nicht. Sie haben recht. Ich könnte immer noch mitkommen. Kommt nicht in Frage, kleine Lady. Das ist nichts für eine Frau. Diesmal muss ich unseren Freunden hier recht geben. Nun, sind wir bereit für das, was kommen wird? Ist der Teufel in seinem Loch, müssen wir ihn jagen, noch besser vernichten. Sollten wir ihn jedoch, was wahrscheinlicher ist, nicht dort antreffen. Sterilisieren wir seinen Schlafplatz, die Erde in seinem Sarg mit Weihwasser. So kann er dort keine Ruhe mehr finden. Alle Mann bereit? Dann los. Ich bringe euch zur Tür. Kann ich dich für einen Augenblick alleine lassen? Natürlich.
alle sterben, warum fühle ich den Drang, ihn zu warnen vor ihnen? Warum schrecke ich zurück vor dem Kampf, der so unvermeidbar scheint? Mit jedem Schritt auf dem Weg ins Verderben wird mir klar, es ist falsch, doch ich gehe immer weiter, denn es scheint so, als wäre er mit mir in Gedanken wie vereint. Bin wie ein Reh auf der Flucht vor dem Jäger, schon erschöpft und vielleicht schon bereit, mich zu stellen. Warum nicht, wenn das Schwer mit der Angst mir verschwunden wird? Ist alles in Ordnung mit dir, mein Schatz? Nein. Ich fühle mich seltsam. Ohne Weg und Ziel. Ich denke, du sollst zu Bett gehen. Nein. Ich würde kein Auge zumachen, ehe sie wieder zurück sind. Wie wär's mit einer Runde Karten? Irgendwas, was uns ablenkt. Gute Idee. Wäre er nicht ein Mann, dann wäre er jetzt tot. Niemals war ich sicher, niemals mehr bereit. Du allein sollst mein Engel sein. Und in Ewigkeit. Du allein bist mein Ende, mein Beginn, gibst dem Leben neuen Sinn. Wir sind ein Fleisch und Blut, alle Zeit. Ich befahl Armeen, schlug den Feind im Krieg. Vor dir still, Kriege und Sieg sind wertloses Glück, eitles und wertloses Glück. Lass mich dich nicht lieben, lass mich nicht begehren, was ich zu begehren schon lange vermag. Ich laufe durch den Nebel, näher an den Abgrund, bin ich nun verbannt von den Himmlischen.
Mein Stern kennt keinen Untergang. So können wir dem Tod entfliehen. Wir leben ohne Zeit in Ewigkeit, denn meine Liebe heißt Unsterblichkeit. Ich teile mit dir mein Bett, ich teile mit dir mein Blut. Wir wanken nicht im Sturm, nicht in der Zeitenflut. Soll diese Welt vergehen, die unsere bleibt bestehen. Der Stern wird niemals sinken. Er macht mich sprachlos. Ich sehe deine Augen sagen ja. Sie stellen die verwehrten Worte klar. Sie sagen, was du fühlst und was du fühlen willst. Zwei Körper ziehen sich an und ändern ihre Bahn. Sie sterben und als Stern erstehen sie von neuem. Ihr Stern wird niemals sinken. Ihr Stern wird niemals sinken. Alter Narr, viel zu spät für dein Heldentum, mach dich besser davon oder stirb, viel Qual für ein wenig Ruhm. Dein Leben war vergeudet, ohne Lohn und Dank. Sie gibt niemals wie du, gib sie auf, ich behüte und schütze sie, deine Zeit ist vorbei, du vergehst, keine Seele folgt dir ins Grab. Ich sah schon viele Monster, keines war so frei. Zu Ende, zu Ende. Dein Spiel ist aus. Warum gibst du nicht freiwillig auf? Kommt aufs Elbe hinaus. Zu Ende, das weißt du, nur allzu gut. Denn der eine, der siegen wird, ist des anderen Tod. Du bist nicht so klug, wie du glaubst. Deine Bücher, was nützen die, wenn die Dunkelheit siegt? Übers Licht! Jeden Augenblick ist zu Staub. Und deine Gräueltaten sind fortan vorbei. Ich bin noch lange nicht tot und vergeh. Ich bin nur eurer Kinderschar. Ihr schaut so auf den Grab, wenn ich tue. Denn ihr lebt nur elendig kurz in die Wut. Und hier wird ich jedoch bin frei. Zu Ende! Du nur allzu gut.
ist des anderen Tod. Geld, was du zu sagen hast, macht dich auf den Tod gefasst. Hab dein Lebenswerk zerstört, weil der Sieg nun mir gehört. Sag mir, wie du sterben willst. Weiß schon sich, wie du zerfällst. Zu Ende, zu Ende. Egal, was der Professor sagt, den Teufel fängst du nicht so einfach wie ein Goldfisch im Glas. Ach. Was ist geschehen? Bevor er hier war, hat er noch einen kleinen Krankenbesuch gemacht. Bei Jacks Patienten, Mr. Renfield. Er hat sich irgendwie Zutritt verschafft. Vorbei an den Wachen, hinter aller Riegel und Schlösser. Und dann brach er dem armen Kerl das Genick. Aber beim Zubettgehen wartet eine hübsche Überraschung auf ihn, oder etwa nicht? Genau, das Weihwasser und die zerbrochene Hostie sollen seine Lage ziemlich unbequem machen. Nicht so schlimm als Krümel im Bett. Wenn Sie mich fragen, hat er zweifellos noch einen anderen Schlafplatz. Ich danke Gott, dass Sie hier sind, Professor. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten und die Zeit drängt. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie wir von Renfield erfahren haben, hat das, was mir zugestoßen ist, viele verschiedene Folgen. Eine davon ist die Kommunikation durch Gedankenübertragung zwischen dem Vampir und seinem Opfer, die jedoch aus unbekannten Gründen nur bei Sonnenauf- und Untergang stattfindet. Fahren Sie fort. Wenn Sie die Güte hätten, mich zu hypnotisieren, so könnte ich Ihnen alle seine Gedanken verraten, da sein Geist gegen Tagesanbruch immer schwächer wird. Selbstverständlich. Professor, noch eines, bevor wir beginnen. Wenn ich aus der Trance erwache, verraten Sie mir unter keinen Umständen, was ich gesagt habe. Denn vergessen Sie nicht, ebenso wie ich seine Gedanken lese, besitzt er zweifellos die Fähigkeit, auch in meine Sinne einzudringen. Einverstanden. Wo sind sie? Wo ich bin? Ich weiß es nicht. Der Schlaf kennt keine Heimat. Was sehen sie? Ach, nichts. Alles ist dunkel. Was hören sie? Das Plätschern von Wasser. Das Schlagen der Wellen. Und was noch? Sind Sie auf einem Schiff? Mina! Jonathan? Ihr Gemahl wird Sie jetzt zu Bett bringen, damit Sie sich ein wenig ausruhen können. Gewiss. Warte noch. Was ist? Meine Freunde, Sie wissen so gut wie ich, dass sein Gift in mir wirkt. Darum soll jeder einzelne von Ihnen mir versprechen, dass er, wenn die rechte Zeit gekommen ist, nicht zögern wird, mich zu töten. Wann ist die rechte Zeit? Wenn Sie überzeugt sind, dass ich mich so verändert habe, dass es besser für mich wäre, zu sterben, als weiterzuleben. Ich verspreche es. Sie sind ein wahrer Freund. Sie haben auch mein Wort, liebste Mina. Und meins.
wenn es sein muss. Mein Liebster, denk an Lucy und gib mir dein heiliges Versprechen. Es darf niemals geschehen, und käme doch der Tag, so schwöre ich zu tun, was du verlangst. Ich ließe dich nicht leiden, so wahr ich leben mag. Du hast mein Wort. Du hast mein Wort. Dracula ist auf dem Meer, zweifellos auf dem Rückweg, heimwärts nach Transsilvanien. Wie wir wissen, hat er Macht über Nebel und Wind, doch so schnell er auch segeln mag. Auf dem Landweg sind wir schneller. Wir werden den Orient Express nehmen. Wenn wir uns sofort auf die Reise machen, dann schneiden wir ihm den Weg ab. Jetzt, da wir stehen vor der Höhle des Löwen, heißt es, entschlossen zu sein. Nur unser Mut in der Stunde der Wahrheit vermag uns vom Feind zu befreien. Wir sind wie Türme auf mächtigen Klippen, wie Feuer in der Nacht. Wir sind das Licht, es werde Licht. In diesem Kampf darf man nicht unterliegen. Heute geht es um Leben und Tod. Wir sind wir Ritter von edler Gesinnung, Helfer in Elend und Not. Wir sind der Funke auf trockenem Zunder, die Asche, die noch glüht. Wir müssen stark sein und beten, dass Gott uns behüt. Ehe du verloren bist in der Gefahr der Nacht, zünde ein Feuer an, hell wie die Sterne. Schattenreich nimmt sich ein Lichter mehr, derer, die aufrecht stehen, deutlich und klar. Siehst du den Weg aus Tod und Gefahr? Soll die Entscheidung nun fallen, uns der feindliche Welt. Er brennt das Licht in uns allen, wenn er fällt, geht die Sonne. Sich ein Lichtermeer, derer, die aufrecht stehen, deutlich und klar. Siehst du den Weg, ehe du verloren bist, in der Gefahr der Nacht, zünde ein Feuer an, hell wie die Sterne, und aus dem Schattenreich gibt sich ein Versprechen, ein schreckliches Versprechen, ein Schwur wie noch keine Schwur je zuvor, die Götter zu erzürnen, die Blume zu zertreten, ein Kätzchen aufzuziehen, uns zu ertränken im Teich. Das wäre nicht im Vergleich. Dann bin ich Frost an einem Sommertag. Ich steck das Schloss in Brand. Wenn die Prinzessin noch tief schläft, ich
bringt den Tod, wo grad noch Liebe war, wird lieber sterben, als das zu tun. Und dennoch gab ich ihr mein Wort, und muss es wirklich sein, erfülle ich meinen Schwur, doch wieder. Dann bin ich Frost an einem Sommertag. Ich steck das Schloss in Brand, und die Prinzessin noch tief schläft. Ich bring den Tod, wo grad noch Liebe war. Ich halt mein Wort und ich muss es wenn ich sterbe, ich werd es tun. Es wäre wieder soweit, liebste Mina. Jonathan, wenn sie die Güte hätten. Nur Augen zu, mein schönes Kind. Die Sonne geht bald unter. Sie fühlen jetzt, das Wasser fühlt. Und spreche mit der Stimme, die sich erhebt im Gemüt, wenn der Untote lebt. Ich höre, wie das Wasser rauscht. Ich höre, wie das Wasser rauscht. Ein Ruhrgefluss im Hinterland. Ziegebrüll vermischt sich mit der Wellen klar. Ferne Stimmen ziehen den Flur entlang. Doch versteh ich nicht, was man spricht. Eines noch, es flüstert und es spricht in mir. Ich warte, sag, wann kommst du her? Ich verzehr mich nach dir. Jung und schön, du bleibst für immer jung und schön. Soll dieses Glück zu Ende gehen, wie das der ganzen Christenheit. Todgeweiht, das soll nicht unser Schicksal sein. Denn wir gehen in neue Sphären ein, wo der Mensch sich von Gott befreit. Seelenheil von Gut und Böse gelten nicht, in meiner Welt umzügeln nicht, und geh ein in mein Reich. Ein Leben mehr und du entkommst im kühlen Gras. Brauchst kein Gebet, steig nicht ins Totenreich hinein. Weiter nun los, ihr müsst reden. Gibt es noch mehr zu erfahren? Was ist geschehen? Wo bin ich? Sind sie böse? Was tat ich denn? Es fühlt sich an, als wäre es ein Traum. Es tut mir leid, doch viel zu kurz ist unsere Zeit der Wahrheit. Die Sonne sinkt und schon verstummt das Medium, die Stimme, die alles ahnt und uns sagt, was der Untote plant. Ich verstehe, mein lieber Professor. Ich würde mich jetzt zurückziehen. Ihre Pläne sind nicht für meine Ohren bestimmt. Ich bringe dich ins Schlafabteil. Es hört sich an wie fließendes Gewässer und wie Viehgebrülle. Er muss auf dem Wasserweg durch die Tiefebene sein. Vermutlich im Laderaum einer Barke. Mina ist in einer äußerst heiklen Lage. Ihre einzige Rettung ist, dass der Vampir ausgelöscht wird. Und während sie und ihre Kameraden das in Angriff nehmen, werde ich mit Mina in einer Kutsche zu Draculas Schloss reisen.
Wie können Sie nur in Erwägung ziehen, Minan direkt in diese Höllenschlund zu führen? Ruhig Blut, mein Freund, ruhig Blut. Diese Männer brauchen Ihre Unterstützung. Ich aber brauche Mina an meiner Seite. Und bei Sonnenauf- und Untergang die Psyche des Vampirs zu erkunden. Ich sah so oft die Sonne untergehen. Was ich bot in der Welt, ich hab's bekommen. Doch seitdem ich dich traf, weiß ich nicht ein noch aus. Bin vom Weg, den ich kannte, abgekommen. Je länger ich lebe, desto eher stell ich in Frage, was ich fühle. Ich frag mich, war je so viel Gefühl im Spiel? Je länger ich lebe, desto tiefer wag ich mich vor ins fremde Land, gäb auf alle Herrlichkeit für deine Hand. Auf mich allein gestellt, verliert die Welt an Wert. Das habe ich von dir gelernt. Je länger ich lebe, desto größer die Sehnsucht, die du heraufbeschwörst. Ich leb für den Tag, an dem du mir gehörst.
Sie das wissen? Ich weiß es. Müssen wir noch weiter vordringen? Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Ich kann nicht. Na schön. Hier. Das Weihwasser wird Sie schützen. Du wusstest immer schon, ich würde kommen, wenn du mich rufst. Ich hörte deine Stimme. Meine innersten Gedanken. Ja. Nun sind wir vereint. Ja. Ich folge dir in deinem Feld, ins Feuer deiner Leidenschaft. Mach mich zu deinem Wir folgen unserem Stern und werden neu geboren. Der Stern wird niemals sinken. Der Stern wird niemals sinken. Der Stern wird nie vergehen. Ich höre dich, bevor du schwingst, bin gleich. Diese Frau wird mir gehören, ein Schauer lief durch mich hindurch und ich konnte mich nicht wehren. Mina, du bist auserwählt und von allen dieser Welt bist du die Einzige, die zählt. Ich bin dein immer wenn ich vor dir stehe, nagen Zweifel tief in mir, denn ich verhindere deinen Tod und geb dir Einsamkeit dafür. Warum gebe ich dich nicht frei? Gebe auf und rette dich und bitte dich, tu das auch für mich. Jetzt erst verstehe ich deine Macht über mich, die kein Wesen jemals zuvor besaß. Wir sind verwandte Seelen. Mehr als das. Du bist auf dieser Welt, um mir die eine Empfindung zu schenken, die ich nie erfahren durfte. Du meinst... Nein! Wurde ich geboren, das allein ist wahr, und ich wollte es nicht sehen. Ist es wirklich Liebe? Zeig mir deine Liebe, hilf mir meinen Weg nun zu Ende zu gehen. Soll ich zulassen, dass so etwas mit dir geschieht? Ich bin dazu bereit. Der Gejagte hat nur einen Triumph. Er kann die Stunde seines Todes selbst bestimmen. Nimm mich mit. Lass uns gemeinsam fliehen. Bitte. Wie ein Gift wirkt mein Kuss. Meine Welt ist brutal. Ich will nicht, dass du veränderst. In Blutrausch und Qual. Alles, was
stecken wir verloren. Jede Nacht in Blut getränkt, verbissen voller Gier. Was soll all die Ewigkeit, wenn wir nur vegetieren? Liebst du mich, dann gib mich frei, befreie mich von meine